Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sack Mac Kraken. So, da, jetzt passt auf. Ich habe mir ein bisschen einen Vorsprung, einen Wissensvorsprung verschafft. Ich weiß jetzt zumindest, dass wir tatsächlich auf dem Raumschiff angeblich fertig sind. Was ich komisch finde, weil hat unser Sack nicht gerade noch gesagt, wir müssen uns unbedingt um die Alienpflanze kümmern, ne? Aber scheinbar machen wir das irgendwie gar nicht. Oder zumindest noch nicht. Vermutlich dient der Schacht dazu, Audrey zu füttern. Vielleicht sollte ich den Glaszylinder mit Nahrung füllen, bevor ich ihn reinstecke. Ja, vielleicht kommen wir später nochmal zurück oder so. Aber anscheinend sind wir für jetzt erstmal fertig. Und ich weiß jetzt schon, was wir mit ein paar von den Objekten machen werden, die ich gefunden habe. Verdammt nochmal. Da wäre ich nie drauf gekommen. Aber wirklich nie. Da muss man erstmal. Naja. Vielleicht ist es wirklich nicht verkehrt, sie mitzunehmen. Die könnten noch nützlich sein. Ich schätze mal, das ist irgendwie Schleichwerbung oder so. So, jetzt passt auf. Jetzt gehen wir nämlich zurück zur zur Absturzstelle. Dahin, wo wir gecrashed sind mit unserem Fallschirm. Ihr könnt euch dann noch an diese rostige Maschine erinnern. Scheinbar entrosten wir die jetzt mit Cola. In der Tat, die ätzende Cola könnte den Rost lösen. Ich bin gespannt, ob es klappt. Es hat geklappt. Mann, bin ich gut. Wisst ihr, ohne Scheiß, im Ernst, oder? What? Wie sollte man da bitte drauf kommen? Es wäre sinnvoller, erst etwas hineinzusetzen. Ist das nicht crazy? Ich find's schon. Nehmen wir mal den irgendeinen von den Kristallen. Das sollte ich lieber jemand an. Tja, da. Den dieser vielleicht? Blaue Kristall kommt mir Ich wette, das ist der Kristall aus der Maschine der Scolaria, die Welt damals. Die anderen beiden Kristalle müssen wohl bei irgendwelchen Versuchen zerstört worden sein. Daher kommen wohl auch die Scherben im Tresor. Ich glaube, das ist der Kristall, mit dem man die Kontrolle über Tiere erlangen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass der mir noch hilfreich sein kann. Ah ja. Schade, das funktioniert nicht. Tja, das macht... Genau. Ey, was ist das? Das sieht ja fast aus wie ein Kristall. Sudala. Und jetzt weiß ich auch nicht mehr so genau. Gute Idee. Das sollte sich als provisorischer Hebel eignen. Okay, und jetzt benutzen wir den Hebel. Ich glaube, ich sollte vorher lieber die Maske abziehen. Okay, wenn du daran meinst. Daran fummel ich lieber nicht rum. Hebel drücken oder Hebel ziehen? Das ist jetzt die Frage. Ich drück ihn mal. Oh, ich bin gespannt, was jetzt passiert. Güte, was ist das denn? Die Zukunft als apokalyptische Vision? Das alles muss mit dieser seltsamen Maschine zu tun haben. Vielleicht eine Art Zeitmaschine oder ich befinde mich in einer anderen Dimension. Wer weiß das schon. Aber nach meinen Erfahrungen aus dem Buch Zeitreisen, was man mitnehmen muss und was passiert, wenn man sich selbst trifft, würde ich auf Zeitreise tippen, ja. Was ist nur passiert? Armageddon? Das jüngste Gericht? So wie es aussieht, haben sich die Pflanzen der Caponia als einzig resistente Wesen behauptet und sowohl die Menschheit als auch die Caponia besiegt. Das ist das Ende der Menschheit. Ich muss das unbedingt verhindern. Ah!
Okay, cool. Jetzt reisen wir endlich durch die Zeit. Das gefällt mir. Das hat dir der Titel des Spiels schon von Anfang an irgendwie angedeutet. Und ich war schon verwirrt, warum es nicht so ist. Wenn man mich dafür bezahlen würde. Schade. Hier gab es wohl eine wilde Schlacht. Mit den bloßen Händen bekomme ich das nicht auf. Aha, aber wir haben ja ein Schraubentier. Mist, die Schrauben sind verrostet. Ich bekomme sie nicht los. Wenn ich nur etwas mehr Grip hätte. Schade, das... Dann müssen wir wohl den Schraubentier jetzt mit irgendwas kombinieren. Da fehlt mir der Du... Den? Tja, ich... Auf... Darf... Das... Wenn man mich... Das kommt... Das ist... Das habe ich bei Tooltime gesehen. Man umwickelt ein glitschiges Werkzeug mit einem trockenen Tuch, um mehr Grip zu bekommen. Keine Schraube wird nunmehr vor mir sicher sein. Guck mal, das sieht fast aus, als würden wir da hinten gegessen werden. Könnte schon sein, ne? Bitte ganz vorsichtig. Damit sollte ich die Klappe aufkriegen. Ich sollte vorsichtig damit sein. Wenn er explodiert, ist es aus. Oh, holy shit. Wir haben gerade einen Atomsprengkopf. Irgendwie anscheinend eine Atombombe oder sowas mitgenommen. Es erfüllt mich nicht gerade mit Freude, einen Sprengkörper mit mir herumzuschleppen. Was denn? Soll ich mich selbst in die Luft sprengen? Aber wenn ich daran nur noch ein Kabel und einen Hebel befestige, habe ich eine klassische Sprengvorrichtung. Aus sicherer Entfernung könnte ich dem Ganzen hier dann ein Ende machen. Tja, was soll man dazu sagen? Ich hab keine Ahnung. Ich hab... Das... Ich hatte schon... Denk nach. Wenn das so... Das geht wohl... Aber ich hab doch hier ein Kabel. Ich verstehe nicht, was er will. Kabel. Das klappt doch... Schade, das funktioniert... Hier gab es wohl eine wilde Schlacht. Okay, keine Ahnung. Können wir jetzt eigentlich wieder zurückreisen in die Vergangenheit? Ah! Ja, können wir. Trr, trr, trr. Irgendwie macht das richtig Spaß. Jeder Rummel sollte so einen Teil haben. So, aber jetzt... Ziehen wir mal. Dann geht's wahrscheinlich ab in die Vergangenheit. Das finde ich jetzt wirklich cool. So hätte das ganze Spiel sein mein sollen. Mein Kopf. Wo in aller Welt bin ich denn hier gelandet? Das wäre, finde ich, auch wirklich... Nach der Umgebung zu urteilen, genau da, wo ich gerade noch stand. Nur fehlt das Gewächshaus der Caponia. Und statt dem schäbigen Gewächshausschuppen steht hier plötzlich ein schnuckliges Ferienhaus. Seltsame Maschine. Naja, sehr weit in der Vergangenheit kann ich ja nicht sein. Am besten, ich schaue mich hier einfach mal ein bisschen um. Vielleicht kann mir das kleine Mädchen da hinten ja einige Fragen beantworten. Das wäre, finde ich, auch ein gutes Konzept einfach für einen Nachfolger gewesen. Statt an verschiedene Orte in der Welt zu fliegen, hätte man einfach durch verschiedene Punkte in der Zeit reisen sollen. Das wäre vielleicht ganz cool gewesen. Wie man hier ja auch sieht. Schauen wir mal. Wobei natürlich, das dann doch eher schon wieder ein Day of the Tentacle erinnert mit den Zeitreisen, ne? Zeitebenen. Na, das stimmt. Gab's halt alles schon mal. Die Tür ist abgeschlossen. Ich befürchte das Schlimmste. Ich konnte noch nie gut mit Kindern umgehen. Und sie... Sieht nicht gerade aus wie ein fortschrittliches, unkompliziertes Mädchen. Hallo, Kleines.
Lass mich in Ruhe, Blödmann! Hey, das ist aber gar nicht nett. Sag meine Mama immer zu meinem Papa. Also darf ich das auch sagen? Was macht so ein bezauberndes kleines Mädchen denn ganz alleine hier draußen? Hm? Meine Mama sagt, ich soll nicht mit Fremden reden. Hm, als ob jemand freiwillig mit dir reden würde. Was? Nichts, nur laut gedacht. Ich mag dich nicht. Nun, wie auch immer, mein Name ist Zack, Zack McCracken. Jetzt bin ich ja auch kein Fremder mehr. Könnte ich dir vielleicht einige Fragen stellen? Wenn das sein muss. Wo bin ich hier? Ich weiß nicht, wie das hier heißt. Kennst du einen Ort namens Zürich? Ja, davon redet mein Onkel immer. Der wollte mit mir dahin fahren. Vielleicht ist das hier ja Zürich. Ich hatte mir es aber anders vorgestellt. Ah, interessant, danke. Spielen wir was zusammen? Nein, Kleines, ich habe keine Zeit. Also, was machst du hier? Mein Onkel will hier eine Wiese bauen, wo der dann Blümchen züchten kann. Eine Wiese? Du meinst ein Gewächshaus? Ja, genau. So was. Von welchem Planeten kommt dein Onkel? Das verstehe ich nicht. Der kommt aus New York. Ah, okay. Das erklärt auch einiges. Sonst noch was? Welches Jahr haben wir? Bist du verrückt? Wie? Ob du komisch im Kopf bist? Nein. Meine Mama kennt einen bei ihr auf der Arbeit. Der ist auch verrückt. Ich bin... ach, egal. 1987. Was? Wir haben 1987. Ach, 1987. Genau. Danke, Kleines. 1987, dann sind wir jetzt vor dem ersten Teil. Hey, Kleines, kann ich mir mal kurz deine Puppe ausleihen? Nein. Warum nicht? Weil du pervers bist. Warum denn das? Meine Mama hat mal zu einer Freundin gesagt, nur perverse Männer benutzen Puppen. Aha, ich will sie ja nur, weil ich sie brauche. Nein, und wenn du mich nicht in Ruhe lässt, dann sage ich mein Onkel, du hast mich gehauen. Kleines Biest. Na, dann spiel mal schön weiter. Okay, wir haben ein Haargummi gefunden. Boah, hier gibt's schon wieder so viel zu tun. Fingerhut, nehme ich mal mit. Hey, ich glaube, diese Pflanzen sind giftig. Vielleicht kann mir die Pflanze noch nützlich sein. Glaube ich auch. Auf keinen Fall. Das hilft mir nicht. Schön, dass ich mit einem Atomsprengkopf aus der Zukunft jetzt hier in die Vergangenheit reise. Tja, das könnte interessante Konsequenzen haben, wenn da was schief läuft. Wie idyllisch. Ein kleiner Tümpel. Ungewöhnlich. Es scheinen Fische darin zu leben. 400 Liter Wasser in meinen Hosentaschen? Sicherlich ein interessantes Gefühl. Ich find's gut. Hey, ich find hinten raus entwickelt das Spiel jetzt gerade nochmal wirklich seine Stärken irgendwie. So hätte es vielleicht losgehen sollen. Eine Bilderbuchwiese. Dieses satte Grün. Man wagt kaum es zu berühren. Berühren? Einrollen und mitnehmen? Oder wie hast du dir das gedacht? Weiß ich nicht. Du bist hier der Protagonist. Zum Rasenmähen habe ich hoffentlich Zeit, nachdem ich die Welt gerettet habe. Ein schönes Vogelhäuschen. Da scheint jemand tierlieb zu sein.
Na, wenn ich hier mal nicht irgendwie das Tier, den Vogel, anlocken muss, damit ich ihn dann mit dem blauen Kristall übernehme. Tja, was soll man dazu sagen? Damit ich dann mit dem oben reinfliegen kann. Aber wie locke ich den an? Irgendwie kommt mir dieses Haus... Es ist klein, aber sehr gemütlich. Aber wie locke ich den Vogel an? Ah, Saatgut. Na, das kommt mir schon sehr bekannt vor hier, das Rätsel. Wahnsinn, es hat geklappt. Dank dem blauen Kristall der Scolaria konnte ich meinen Geist in den Körper dieses Vogels übertragen. Wäre doch gelacht, wenn mir das nicht irgendwie weiterhelfen würde. Schade. Ich hätte jetzt gern nochmal mit dem Mädchen interagiert als Vogel. Vielleicht finde ich ja am Inneren des Hauses etwas, das mir weiterhilft. Genau. Ein kleines Labor. Das hier muss der Ort sein, an dem der Mikrobiologe aus Schottland geforscht hat. Wenn ich Audreys Schwachstelle finden will, dann wäre hier vermutlich der richtige Ort, um danach zu suchen. Na gut, aber wir nehmen jetzt den Schlüssel hier. Aus meiner Perspektive sehen die Schriftzeichen riesengroß aus. Ich kann etwas entziffern. Allergische Reaktionen. Hey, das sieht interessant aus. Hier steht, wogegen Audrey allergisch reagiert hat. Ja, wogegen denn? Aus meiner Perspektive, ich kann hier... Na gut, ich würde sagen, wir bringen uns jetzt den Schlüssel und dann können wir wahrscheinlich ihr das Haus betreten. Ein beeindruckendes Erlebnis. Der Schlüssel hat gepasst. Die Tür ist jetzt aufgeschlossen. Hey, das sieht interessant aus. Ach was, aber wir machen jetzt hier Schluss für heute. Weil, Ende. So sieht's nämlich aus. Und beim nächsten Mal finden wir raus, wogegen Audrey allergisch ist. Finden das... Vergiften Audrey... Und sprengen das Forschungslabor in der Gegenwart mit der Atombombe in die Luft vielleicht. Mal schauen. Macht's gut. Bis dann. Ciao.